Hallo und willkommen zu unserer Sendung Einfach nur kochen mit Klaus. Heute wollen wir mal zeigen, was man so alles aus dem Stückle Kassler machen kann. Das heißt bei uns, das heißt Römerbraten oder auch Kassler Kammbraten geräuchert. Umgänglich eigentlich Römerbraten. Das ist jetzt ein Stückle Kamm, das ist gepökelt und es wird dann kalt in Rauch gehängt. Also das heißt, es ist noch roh, ne? Und das müssen wir natürlich erstmal garen, bevor wir das weiterverarbeiten können. Und da möchte ich mal zeigen, wie man da ein schönes Wintergericht draus macht. Oder auch zwei verschiedene Sommergerichte zeigen, weil da kann man viele verschiedene Sachen machen. Wirklich ein schönes, tolles Stück Fleisch. Natürlich, erstmal müssen wir es garen. Und dazu mache ich es einfach in Bräter rein, mache mir ein Zwiebelbett rein. Ne? Dann nehme ich immer die kleineren Zwiebeln, weil den Sud, der sich da dann bildet mit den Zwiebeln zusammen, den möchte ich später auch mitverwenden, um auf den Braten etwas drüber zu machen zum Anservieren. Ne? Und da nehme ich mir, wenn ich mehrere Zwiebeln habe, die kleineren, die ich für Würfeln nicht so gut gebrauchen kann, die schnippel ich mir einfach so in Rippchen hier mit rein. Ne? Machen wir das ein Bett rein. Den Strunk schneide ich deswegen mit raus, weil ich möchte ja mit servieren. Ne? Machen wir einmal die Zwiebeln, dass wir unten ein schönes Bett drin haben. Und da würze ich dann auch wieder, wie immer, meine Lieblingswürze, einfach ein bisschen Majoran mit dazu. Bisschen Kümmel. Den Kümmel reibe ich natürlich wieder durch die Mühle durch. Machen wir ein kümmelig das Teil. Dann gebe ich gleich, wenn ich jetzt anfange, einen Schluck Wasser dazu, weil ich möchte dann nur geschmorte Zwiebeln haben. Ne? Wenn ich jetzt angebratene will ich nicht haben, ich möchte sie geschmort haben. Also will Kümmel, Majoran, Schluck Wasser, dann nehmen wir natürlich ein bisschen wegen dem Wasser, nehmen wir ein bisschen gekannte Brühe mit dazu, dass man da auch einen guten Geschmack riecht. Jetzt gebe ich einfach den Braten, das ist jetzt so ein Stück, also um die 2,5 Kilo wird es vielleicht haben. Und bei der Zeit vom Garen geht man immer nach Gewicht. Ne? Man sagt zum Beispiel eine Stunde 1 Kilo. Ne? Jetzt haben wir 2 Kilo, also können wir schon 2 Stunden. Und das nächste ist dann der Querschnitt. Wenn es jetzt natürlich einen höheren Querschnitt hat, dann muss ich natürlich bei den Kilo die Garzeit, da muss ich immer ein bisschen dazu nehmen. Ne? Aber den dürften wir jetzt schön zart und trotzdem noch saftig, dürften wir den so in 2 bis 2,5 Stunden, das testen wir. Am besten lässt sich sowas immer testen, wenn man eine Spießgabel hat. Ne? Wenn ich jetzt sehe, 2 Stunden sind rum, gehe ich mit der Spießgabel rein, steche rein und probiere ihn hochzuheben. Und wenn der von alleine wieder von der Gabel runterrutscht, ne, dann ist er schon gar, dann ist er auch schön weich schon. Gell? Muss mal testen. Den legen wir jetzt einfach hier So, drauf. Zu unserem Kassler wollen wir ein Sauerkraut dazu machen. Das kann man auch einen Tag vorher vorbereiten, spielt keine Rolle. Dazu braucht man natürlich wichtigsten Sauerkraut nach Wahl. Ich empfehle immer, ich greife da gern zurück auf eine Markenware, ne? Weil da ist es schon so, die hat dann genügend Biss und da kann ich mich immer drauf verlassen, da habe ich immer gleichbleibende Qualität, weil der Anfangsbiss vom Sauerkraut ist wichtig. Habe ich eins, das wo zu weich gekocht ist, dann gibt es am Schluss nur ein Gegascher, also nur dann ist es, passt es nicht, ne? Also wir brauchen Sauerkraut, ein gutes, Zwiebeln, wie immer, Majoran, Kümmel, und bisschen Brühe und am Schluss zum Abbinden einfach eine Kartoffel, die wir dann reingerieben. Ne? Wir fangen damit an, dass ich hier ein bisschen Fett erhitze und da drin meine Zwiebeln anschwitze. Ne? Die brauchen jetzt nicht unbedingt einen Bräunungsgrad, die schwitzen wir nur ein wenig an, dass sie weich werden und dann kommt Sauerkraut mit dazu. So, unsere Zwiebeln sind jetzt beim leichten Anschwitzen. Die würzen wir gleich, bisschen Majoran, haben wir ruhig mit ordentlich dazu, Kümmel, ja, auch ordentlich nahe, Kümmel und Kraut passt super, der Majoran auch, den lasse ich gern mit andünsten beide, ne? Da geben die schön in Geschmack frei, in das Fett auch, ein bisschen Öl, Fett ist ja auch dabei, ein wenig Öl. Fett, was man will. Ich nehme gern Sonnenblumenöl. So, die haben jetzt Schwitzen. Jetzt nehmen wir unser Kraut dazu. Ich mache dann einen Schuss Wasser rein. Guten Schuss. Und dann noch gekörnte Brühe.
ordentlich dazu. Rühre es gut durch und lasse es so circa 15 Minuten leicht köcheln ziehen. Man kann das ja ausprobieren an der Bissfestigkeit. Der eine mag es ein knackiger, der nächste mag es lieber ein zarter. Aber ein Kraut, wie immer, das kommt am besten, ne, wenn man das einfach einen Tag vorher vorbereitet und sich dann einfach das nochmal warm macht, dann kommt es am besten rüber. Ne? Ja, da haben wir jetzt schon gut Kümmel drin und Majoran, bisschen Brühe sieht man so. Ne? Und das lasse ich jetzt so 10 Minuten leicht köcheln. Dann gehe ich her, schäle mir derzeit die Kartoffel, die reibe ich dann rein. Es gibt eine gute Bindung, damit es nicht zu flüssig alles drin ist. Ne? Das sieht man dann auch später beim Anservieren. Lassen wir das erstmal 10 Minuten ziehen, dann kommen die Kartoffeln mit rein und dann nochmal 5 Minuten. Und dann ist das Sauerkraut fertig, können wir auf die Seite stellen. Wie gesagt, beim zweiten oder dritten Mal warm machen, kommt es am besten rüber. So, unser Sauerkraut köchelt jetzt schon seit guten 10 Minuten. Jetzt nehme ich einfach so eine herkömmliche Küchenreibe und dann nehme ich die Reibenseite, wo ich auch normalerweise Kartoffelpuffer mache. Ne? Da gibt es ja verschiedene feine Dinger und so weiter. Und die nehmen wir jetzt da und reiben uns mal eine Kartoffel ab. Das nehme ich jetzt als Bindemittel, ne? Wenn das geht. So, da haben wir jetzt fein geriebene Kartoffel. Und die tun wir gerade mit Nei. Ich habe das jetzt nicht mal abgeschmeckt. Einfach Brühe, Kümmel, Majoran, da hat man schon das Sauerkraut. Mit Sauerkraut kann man auch viel machen. Ne? Da kannst du rumspielen, ein bisschen Paprika rein oder mal mit Schmand arbeiten. Da gibt es so ganz verschieden. Kann man also wirklich ganz tolles Gericht ein bisschen hin und her zehren oder es nach Geschmack so machen, wie man Lust hat. Ne? Ich sage auch immer, wenn du in der Küche arbeitest, ruhig ein bisschen rumexperimentieren. Ne? Aber das Wichtige beim Rumexperimentieren, sage ich auch immer, nicht mit viel machen. Ne? Nicht von allem irgendwas reinschmeißen, sondern mit wenig Mitteln. Und das bisschen verändern. Ne? Und jetzt merkt man schon richtig beim Reinrühren von der Kartoffel, wie das so richtig so schlonsig wird. Ne? Wo sich da die Brühe, die ich ja drin gehabt habe, wie sie sich abbindet. Ne? Dann hat man schön schlotziges, schau, wie schön es glänzt und top, das ist super. Haben wir super vorbereitet. Kann man jetzt einfach über Nacht oder auch egal, einfach auf Seite stellen, passt schon. Fertig aus. Wenn unser Braten fertig ist, machen wir das kurz nochmal warm und dann können wir das mit dazu servieren, passt. Jetzt gehen wir ins Kartoffelpüree. So, zu unserem Kassler mit Sauerkraut und Püree fehlt noch unser Püree. Ein Püree macht man ganz standardgemäß. Eine gute Kartoffel, bisschen Salz und Muskatnuss, Butter und eine Milch. Das Entscheidende beim guten Püree ist ganz klar die Kartoffel. Es kriegst ja heute drei verschiedene Arten. Du kriegst einfach die mehlig kochende, dann die vorwiegend festkochende und die festkochende. Ich teile sie klipp und klar ein. Die mehlig kochende nehme ich fürs Püree, die vorwiegend festkochende, die nehme ich für Püree oder bis hin zum Kartoffelsalat oder Bratkartoffeln und die festkochende nehme ich nur für Bratkartoffeln und Kartoffelsalat. Die vorwiegend festkochende, die kann man dann ruhig variieren, aber am besten ist eigentlich die mehlig kochende für ein Püree. Ne? Aber da muss man auch schauen, was für eine Kartoffel kriege ich, weil die entscheidet einfach alles. Der Geschmack der Kartoffel ist entscheidend und wenn man eine scheiß Kartoffel, mal auf gut Deutsch gesagt, kriegt, dann kannst du rummachen, wie du willst, da kriegst du nichts Gescheites hin. Die Kartoffeln bringen wir jetzt erstmal im guten Salzwasser zum Kochen und dann schauen wir mal, ich mache ja ein Kartoffelpüree auf der Stampftechnik quasi und das ist dann so eine Mischung zwischen Kartoffelpüree und Kartoffelstampf. Ne? Weil die richtige Taktik für ein Kartoffelpüree ist, wenn sie gekocht sind, dann drücke ich die durch eine Kartoffelpresse am besten zweimal durch, dann die Milch und die Butter dazu, dann schmecke ich das ab und dann habe ich ein feines Kartoffelpüree. Ne? Natürlich nicht mit einem Quirl oder irgendwas rangehen, sondern und deswegen mache ich so ein Mittelmaß, ich habe da so einen Stampfer, ich weiß nicht, ob man das heute noch verwendet, und damit stampfe ich die einfach so hin, dass ich so ein gutes Püree auf einer Stampfbasis habe. Ne? Jetzt bringen wir erstmal die Kartoffeln zum Kochen mit ein bisschen Salz. Und dann zeige ich, wie das weitergeht. Die Kartoffeln haben wir jetzt gar gekocht, ne, sind schön weich. Wenn man die ein bisschen weicher kocht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe das Wasser abgezogen,
Ab jetzt die heißen Kartoffeln, machen wir ordentlich ein Stückchen Butter mit rein. Dann haben wir ruhig ein bisschen reinhauen, dann machen wir gleich die Milch mit rein. Guten Schuss. Dann zum Würzen nehmen wir ein bisschen Muskat, klar, ne, brauchen wir unbedingt, beim Kartoffelpüree muss Muskat mit rein. Gute Prise Salz. Und dadurch, dass ich jetzt die Milch kalt nahe habe, die Butter ist noch kalt drin, da gehe ich dann immer her, das Wasser habe ich heraus, Milch hinein, dann stelle ich das einfach nochmal so 3 bis 5 Minuten auf die heiße Herdplatte und lasse die Milch nochmal schön heiß werden, die Butter kann ruhig ein wenig schmilzen und dann fangen wir erst an, wenn so alles schön heiß, jetzt fangen wir an, ich habe da so einen Stampfer. Dann kann man verschiedene Techniken nehmen. Wie gesagt, man kann es auch jetzt durch die Kartoffelpresse durch und dann einmal mit dem Schneebesen glatt rühren. Funktioniert genauso. Wir wollen ja aber so einen Zwischenmix zwischen Stampf und Kartoffelpüree haben, ne? Das kann man jetzt auch nach Belieben. Das sieht man dann selber, welche Menge man nehmen kann. Und man muss am Anfang denken, immer, oh Gott, viel zu dünn, zu flüssig geworden. Aber wenn er mal anserviert ist, wenn er dann so langsam ein wenig abkühlt, das Püree, dann wird es auch wieder von sich aus fester. Ne? Und ich mag es dann eigentlich schon, wenn es so eine Konsistenz hat. Ne? So ist es super. Das ist jetzt auch nicht so Vollpüree, das sieht man schon noch so ein bisschen, ein paar Stücke drin, aber so schön diese fluffige Art. Ne? Wenn man sieht, es wäre noch ein bisschen zu fest, dann gehen wir einfach her, machen nochmal ein bisschen Butter rein. Oder wenn man nicht so, dann kann man auch einfach nur noch ein bisschen Milch reinmachen, aber so sieht es schon super aus. Ne? Geschmack passt auch. Ne? Und so. Schön fluffig soll es ruhig sein. Ne? Wie gesagt, am Anfang denken wir immer, oh Gott, das ist ja viel zu flüssig. Ne? Weil es stampfen, kurz mal warten. Und jetzt haben wir so ein gestampftes Püree. Ne? Das servieren wir gleich mal an mit Braten und mit Sauerkraut. Passt. Und nachher zeigt man dann auch, was man dann machen kann, wenn jetzt Püree überbleibt. Man kann ruhig ein bisschen mehr machen. Und dann lässt sich dann auch bloß nicht wegschmeißen. Da kann man dann auch noch mal ganz klasse Sachen draus machen. Ne? Das zeige ich dann später. Den mal. Haben wir jetzt schön 2,5 Stunden im Backofen gegart. Sieht klasse aus. Ist so ein gepökeltes Fleisch halt. Nicht unbedingt jedermanns Sache. Ich wollte eigentlich die Zwiebeln nur ganz leicht mitdünsten lassen. Es ist ein bisschen zu viel Temperatur geworden. Macht gar nichts. Ganz klasse. Nicht wegschmeißen. Auch der Sud hier, wenn man guckt, schön dunkel geworden. Ne? Ich hätte ihn gern heller gehabt, aber das spielt keine Rolle. Man könnte jetzt absieben. Das Sößli hier können wir ein bisschen eindicken. Machen wir nicht, machen wir nicht. Wir lassen es so, wie es ist. Schon mal abschmecken, mal probieren. Klasse Geschmack, schön würzig. Man merkt das Röstaroma richtig klasse. Und das servieren wir jetzt von dem Römerbraten. Ich habe da mal ein Scherzel abgeschnitten. Das servieren wir jetzt schön an mit Sauerkraut. Ne? Dann haben wir einen schönen Scheibchen dazu. Langt. Dann machen wir ein bisschen von unserem Sauerkraut dazu. Schön aufs gesäuchte Fleisch mit drauf. Dann unser Püritsch. Schönen Schlag Kartoffelpüree. Und dann nehmen wir ruhig unser Sößle hier mit dazu. Ne? Machen wir schon, das hat einen guten Geschmack. Schön über das Fleisch ringt drüber. Da kann man ruhig auch, die Zwiebeln schmecken ganz klasse. War von den Röstzwiebeln mit dazu. Bisschen über das Teil drüber. Auch hier kommen, auch im Sauerkraut, kommen die geschmorten Zwiebeln richtig klasse mit rüber. Und so kann man das dann anservieren. Ne? Hat man ein bisschen Saft mit bei. Der ist klasse, den muss man halt abschmecken. Man kann vielleicht nachsalzen, nachpfeffern, aber der hat jetzt schon richtig einen guten Geschmack.